Please, wait. Arizona, in search of the origins of murder victims. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus, too. I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay. We're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone, on a barren stretch of highway 100 miles from the nearest... Oh! We lost the engine! Fuck! Fuck! Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren bzw. neuen Folge von Outlast 2. Ja. So, nachdem wir jetzt Outlast 1 geschafft haben, endlich, gebe ich mir natürlich noch die nächste Dröhnung mit Outlast 2. Und jetzt schauen wir mal. Story an sich selber war schon mal nicht schlecht. Jetzt bin ich hier in der Schule oder was? Ich weiß nicht, sieht zumindest so aus. Ich will gar nicht vorwärts laufen. Aber... Hallo? Oh, guck mal, da ist was aufgegangen. Warum geht da einfach ein Schrank auf? Weiß ich nicht, guck mal rein. Aber es sieht schon nicht schlecht aus, muss ich sagen. Jessica. Für Jessica. Jessica. War das ist also Jessica. War das nicht in dem, kann ich mich da verstecken? Nee, wahrscheinlich noch nicht. Gibt's hier irgendwas? Ja, bestimmt da, wo es dunkel ist. Ja, bestimmt. Da ist ein Feuerlöscher, nimm ihn mit. Ja, du weißt doch, das hat man schon das Problem bei Dings. Ist schon noch alles hell. Oh, guck mal, da läuft einer. Lauf mal hinterher. Der Wachmann. Hey, kommst du, Luke? Kurz nach 6. Tatsache. Läuft die? Ja, die läuft. Hey, cool. Ah, wie manche vielleicht von euch gesehen haben, wir spielen es diesmal nicht auf Xbox One, sondern auf der PS4. Spinte? Kann man die aufmachen? Man kann gar nichts machen. Wahrscheinlich kannst du erstmal nichts machen, bis irgendwas passiert. Ja. Wahrscheinlich. Ja gut, aber normalerweise muss das jetzt irgendwo eine andere Szene sein, weil wir ja eigentlich im Helikopter waren. Was ist das hier, Schönes? Was steht da? Gitarre. Irgendwelche Pläne. Na dann. Sehr interessant. Ja. Super. Da ist Exit. Na dann, gehen wir mal dahin. Da ist dunkel. Ja, wird...
Doch nicht. Nee. Oh, da. Oh, oh, hi. Oh. Jessica. Oh. Fängt schon gut an. War das Rotwein? Bestimmt. Bestimmt. Ah, das habe ich wohl nur geträumt. Oder das war eine Eingebung. Mhm. Oh, guck mal, ich habe ein Dach. Was? Dach? Ja, da kann ich mich drunter legen. Drücke wiederholt Viereck. Will ich das überhaupt? Ich bleib da liegen. Jetzt. Warum? Ja, weil du da liegen bleibst. Ach jetzt? Dann verhungerst du. Da rennt bestimmt Getier rum, was ich essen kann. Und auch was dich frisst. Oh. Fuck. Ja, das kannst du wohl laut sagen. Wo ist denn deine Frau? Lynn? Oh. Drücke. Lynn? Touchpad. Franklin. Ah. Nothing matters. Aufnahmen ansehen. Hä? Story Teil 1, Story Teil 2. Auswählen. Chronologisch. Auswählen. Ja, das ist doch das, was ich aufnehme. Achso, ja, ja, das kannst du wahrscheinlich dann, so wie du gerade lustig bist, das dann einfach abspielen. Ah, okay, das ist ja cool. Ja. Schön. Haben wir das auch finde, Lynn. So. Lynn, ist es dunkel? Musst du da runter zum Helikopter vielleicht? Ich muss erstmal. Wieso ist denn hier so dunkel? Ich brauche mal Nachtsicht. Musst du da vielleicht runter, Hüppe? Ja, da bestimmt nicht. Wir spielen ja hier nicht deine Spiele, wo wir immer abstürzen. Aber guck mal, da kannst du runterhüpfen. Ah, Tatsache. Na dann. Ja, so ich glaube, du bist richtig. Ja, ich glaub's auch. Aber drücke X, während du dich vorwärts bewegst, um über einen Abgrund zu springen. Na, hat sogar funktioniert. Ich dachte eigentlich, dass du abstürzt. Hallo. Das direkt gerade direkt so erstmal. Bewege dich zu einer Kante hin, um dich dran fest. Ja, das kennen wir ja. Ja gut, sie müssen ja auch nicht das Gameplay quasi komplett neu. Was? Ah. Neuer Film. Das hat ja im ersten Teil ganz gut funktioniert. Ist das eine. Muss ich da hüppen oder? Glaube ich. Ich spring mal lieber. Besser ist es. Da ist unser Helikopter! Sollten aufgenommen werden. Kommst du auf? Jetzt. Ah. Ah, okay. Ah, das ist ja cool. Okay. Ja, und jetzt? Abspielen. Cool. She wasn't ah. There. Lynn's body wasn't in the wreckage. Hey, ich war noch gar nicht am Frack. Ah, okay. Das ist auch nicht schlecht. Oh, shit. Was denn? Warum sagt der oh, shit? Jesus. Gott ist... Is... No, there's no bodies. Keine Leiche. Lynn! Lynn! Vielleicht lebt sie ja noch. Vielleicht. Nachtsicht? Wie mache ich Nachtsicht an? Weiß nicht, vielleicht musst du da auch noch gar nicht lang. Achso, du meinst, ich muss erst... Erstmal da halt weiterlaufen. Ja. Ich meine, wenn du es brauchst, dann wird es dir, glaube ich, schon gesehen. Ja, ich denke, das wird dann quasi tutorialmäßig irgendwas geben. Aber ich sehe nichts, ich weiß. Huch! Brutzel ich da jetzt vor. Aha. Aha. Oh, man kann sich jetzt bandagieren. Na, ob das so gut ist? Schau deine rechte Tasche an, um mit Verbänden zu interagieren. Ja, okay, und wie schaue ich danach? Da, machst du doch gerade. Da, runter. Ah! Das ist auch nicht schlecht. Ah, und wobei, da sind die außer wenn es hektisch wird, dann wird es vielleicht. Ja, so, da bin ich ja so der Profi drin. Noch was? Ist halt die Frage, wo es lang geht, ne? Ja, wir werden sehen. Aber bis jetzt ist das noch total entspannt. Ja, sag das nicht zu früh. Gehen wir halt mal nach da. Geht's da hoch? Vielleicht geht's da irgendwie durch. Ja, irgendwie müsst ihr dir doch sagen, dass du jetzt deine Nachtsicht einschalten sollst. Ja, irgendwie schon. Wahrscheinlich ich glaube halt mal selber irgendwie die Kamera zu wählen und dann irgendwelche Knöpfe zu drücken. Damit kann ich. Hä? Ah, kannst du zurückgucken. Ah, das ist ja auch cool. Damit kann ich mich ducken. Ah, da. Jetzt. Kann ich da hoch? Nee, vielleicht aber außenrum. Da an hinten dran da. Ja. Wo du vorhin warst.
Erstmal in die Steuerung kommen. Weil ich glaube, hier so. Ja, genau hier. Vielleicht ist da so ein Weg oder so. Wo du durchlaufen kannst. Ja. Ganz schön zappenduster. Ja, es ist finster wie in einem Bärenpopo. Meine Batterie ist ja schon gleich leer. Oh, er speichert aber. Wir sind schon fast da. Ja, wir haben das Spiel schon fast geschafft. Das ging ja fix. Da ist hell. Da würde ich hinlaufen. Da, wo es hell ist. Ja. Oh, fuck me. Bitte was? Fuck. Ich weiß es nicht. Brennt da was? Not happening in the crash. Oh, der brennt. Nee, der brennt nicht, der hängt da. Dem geht's nicht so gut. Der braucht aber lange, um das jetzt zu nachladen. War noch leicht. Jetzt hast du was. Was sagt er denn Schönes dazu? Pilot. I don't even remember his name. What the fuck kind of people would skin somebody alive? Was? Gehäutet? Jesus Christ, Lynn. Ja, da wurde wohl gehäutet, so wie das aussieht. Ja. Oh. Was denn? Der sieht aber nicht mehr so gesund aus. Nee. Der sieht... Hat er vielleicht eine Batterie? Glaubst du? Nee. Ich glaube, der hat gar nichts mehr. Oh. Dem fehlt sogar die Haut. Deine Batterie gibt gleich einen Geist auf. Das ist aber unfair. Siehst du noch was? Nein. Ich nicht. Null. Wie viele Batterien hast du eigentlich noch gehabt? Nur noch die. Wo steht denn das überhaupt? Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht, wenn du da in deine Tasche reinguckst. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Ja? Keine Batterien. Ja, super. Aber ein Verband. Zwei sogar. So läuft das. Ja gut, da bist du... Dann werde ich mal jetzt die Füße in die Hand nehmen. Ich muss ja hier irgendwo Batterien finden. Aber wer hat den denn bitte gehäutet? Das war bestimmt nicht meine Frau. Also seine. War das die Frau? Nee, das war der Pilot, der da ging. Ja, nee, ich meine, die Lynn, ist es die Frau? Ja, oder ja, ist ja, es ja, einfach ja. Nur nee, die, nee, die das, Ding? Das ist seine Frau. Ah, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Aber da geht's noch weiter runter. Ja, und den haut es erstmal auf die Fresse. Oh, da ist ein bisschen heller. Oh, das kennt irgendwas. Town. Oh. Oh, thank God. Eine Stadt. I thought miles from anything. Was? Eine Stadt? Ja. Eine Stadt ist gut. Was will er denn jetzt schon wieder? Jetzt erzählt er dir irgendwas. There's not supposed to be anything for miles. But I wasn't alone out here. Fuck, I wasn't alone out here. Naja. Da hast du Glück gehabt, dass du nicht verschleppt wurdest und gehäutet wurdest. Ja. Aber ich glaube, hier brauche ich keine Kamera. Ja, nee, ich wollte sie weglegen. Stört ja nur. So. Gibt's hier? Was ist das für eine komische Musik? Irgendwas passiert. Oh, das gefällt mir nicht. Während du dich auf ein Hindernis bewegst. Naja. Alter, geht da jetzt gerade der Wind los oder was? Hurricane. Aha. Katrina. Wenn sie hier irgendwas aufnehmen, das weiß man ja auch nicht so wirklich. Kannst du da rein? Klopfen. Hallo? Wir gehen ja mal davon aus, dass das alles nette Menschen sind. Blockiert. Kannst du vielleicht von hinten rein? Nee, glaube ich nicht. Gibt's da irgendwie einen getarnten Weg oder nee. So? Da ist ein Kaktus. Kakteen waren da. Aber vielleicht da. Ein kleiner grüner Kaktus steht unten am Balkon. Nee, da geht auch nichts. Da vorne brennt Licht. Laufen wir mal zum Licht. Die Insekten. Die Motte. Ins Licht fliegt und dann sich verbrennt. Oh. Oh, da brennt überall Licht. Das ist eine große Stadt. Kann ich da irgendwo rein? Ja, das ist eher... Keine Ahnung, das ist doch keine... Oh. Da kannst du rein. Batterien. Is anybody there? Please. Da gerade irgendjemand gerochen, geredet oder was? Oh. Hey man. Was hat der da? Abschiedsbrief. Oh shit. Erstmal hier Batterien. Oh shit. Hast du die gesehen? Nee. Weil du vorhin gesagt hast, Batterien, Batterien. Ja, und da lag das zufällig. Nee, nee, das habe ich. Achso, du meinst jetzt gerade eben? Nein, ja, das hab ich. Nein. Ja, in dem Haus muss ja eine Batterie sein. Ich habe ja kaum noch was. Muss ich nicht unbedingt. Ja, das stimmt allerdings. Noch was? So, was hat denn der mir hier hinterlassen? Meine liebe, süße Ellie. Ich kann nicht ertragen, was ich tat.
noch will ich von unserem Kleinen getrennt sein. Ich hoffe, du vergibst, dass ich dich verlasse, wie auch Gott mir diese letzte Sünde vergebe. Ich weiß, dass sie dargebracht werden muss, aber ich bin im Inneren zerrissen und kann nicht mehr leben. Ich hoffe, das Ende kommt bald und bringt uns zusammen. Außer Gott verbrennt mich auf ewig für diese Sünde. Ich hoffe, dass du bis zu jenem Tage Trost in den armen Papa Notes findest. Für immer dein Tom. Also entweder ist das in dem Nachtmodus recht blöd oder ich bin zu doof, das zu lesen. Ja. Habe ich eine neue Brille. Das ist aber schon ironisch, ne? Ich konnte es aber jetzt eigentlich auch nicht so gut lesen. Ja. Da. Oh, da klopft ja. Oh, ich glaube, der will raus. Und ich glaube, du solltest jetzt auch lieber rausgehen. Das fängt schon. Nimm den Eimer und hau ihm den über Kopf. Die sind ganz schön religiös alle hier, ne? Ja, ja. Da hängt was Totes. Wo? Da. Ein Totenkopf. Ja, das ist ein Tierkopf. Da kannst du nicht rein, weil da hängt ein toter Tierkopf. Ah! Und da war ein Vogel. Fahr das Dreirad. Nee. Warum nicht? Will nicht. Fahr doch das Dreirad. Oh. Hast du dich gerade wegen deiner Hand erschreckt? Ja, das kenne ich irgendwo aus dem anderen vorgehenden Teil. Nimm dir die Schaufel. Nee, nimm das Dreirad und fahr weg. Das kann ich nie nehmen. Oh. Das sieht ja gut aus. Wer redet da? Ich? Ah. Also er. Oh Mann. Das ist man nicht gewohnt, weil im ersten Teil hat er ja überhaupt nicht geredet, außer da rumgestöhnt und rumgeheult. Und er redet jetzt, das ist voll ungewohnt. Da weiß man nicht, ob da jetzt irgendeiner von hinten kommt und dich voll quatscht und dir dann eine reinhaut, oder? Nachladen. Oh ja, es ist. Was ist das? Ist das ein Baby? Eine Puppe wahrscheinlich. Aber das ist keine Puppe. Da ist was tot. Naja, das. Ich glaube, ich sollte mal nachladen. Ja, ich glaube auch. Was da hinten? Erschreckt mich nicht so! Ja, lad mal nach. Nein? Erst wenn sie leer ist. Ja komm, drauf geschissen. Sparsamer Fuchs, sparsamer Fuchs. Warum sollte man klopfen? Ich will nicht klopfen, du Depp! Nachtsicht vielleicht? Nein, brauche ich nicht. Oh. Verbandspäckchen? Warum brauche ich ein Verbandspäckchen? Ich weiß nicht. Wird schon seinen Sinn haben. Kann mich hier im Schrank verstecken. Oh, Tatsache. Oh. Ja, aber da sieht man nichts. Halte zum Spähen. Aha. Kann man dann da irgendwie... Ja, ich glaube, da ist jetzt noch nichts. Ja, aber das bringt's ja auch voll. Aber du weißt auf jeden Fall, dass du dich da verstecken kannst. Bett? Indem du unter ein Bett kriechst. Ah, siehst du, das gibt nicht mehr so als Taste, so wie früher. Früher musstest du ja eine Taste drücken, weißt du, und dann ist er direkt runter. Ja, jetzt, jetzt beim Schrank gerade. Ja, das gab's nicht. Jetzt musst du dich erst auf die Knie und dann automatisch geht er dann, oder du musst... Ist ein bisschen... Lieber Vater, der Herr segne mich weiterhin mit Visionen und ich bin mir sicher, dass der Feind jeden Tag näher kommt. Ich schrubbte den Boden in Daniels Zimmer, als der heilige Engelschor in mir aufstieg und mir wahre Sicht verlieh. Ich sah ein Geschöpf gleich der brennenden Sonne, doch mit Reihen und Reihen von Zähnen. Von ihm hinab hingen Glieder, die ich als erstes für Arme hielt. Doch die Gemächte waren, die stand bereits zur Zeugung. Und als dieses Sonnenmonster sank, fickte es die Erde und im Feuer gebar ein großer, buckliger Schrecken. Ich war erfüllt von derselben Furcht, so groß. Ich konnte weder atmen noch mich bewegen und ich sah mich selbst wie vor Jahren Daniel mit Lauge geblendet und versuchte zu weinen, doch ich konnte nicht. Doch als ich erwachte, fand ich mich feucht, lüsternd, sehnte mich nach einem Mann in mir und das Gefühl war nicht anders als die Furcht. Ich versuchte mich durch deine Lehre zu trösten. Angst ist gleich Freude in dem Wege des Herrn. Doch würde ich mich wohler fühlen, hätte ich dich in mir und ein Gebet im Herzen, auf das der Antichrist in mir erschlagen werde. Das treueste deiner Schafe, in heiliger Sehnsucht, Lisa.
waren jetzt 10 Minuten oder ja. So. Und, nur, und das nur fürs Vorlesen ist der Hammer. Ob ich das nochmal mache, weiß ich nicht. Aber das gefällt mir nicht, dass da irgendein Monster irgendwie die Erde fickt, ja? Ja, ja. Und das war ein Zitat aus dem Text. Und ja. Ja, der Hammer. Batterie? Mhm, Batterie. Das ist gut. Noch eine Batterie? Okay, hätte ja sein können, dass ich mich aufs Dach stellen kann. Hä? Ah, Gardine. Oh ja, es ist, oh ja, es ist. Fenster zu öffnen? Aha. Ah! Oh, Motherfucker. Fängt schon wieder super an. Warum schreist du immer? Weil ich mich erschrocken habe. Wenn du schreist, erschrecke ich mich immer. Entschuldigung! Also er nimmt gerade auf. Ja, schauen wir mal noch, was in dem Haus abgeht. Und dann bin ich eigentlich schon wieder mit meinen Nerven durch. Geht's da irgendwo lang außer da? Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, und jetzt? Hallo? Jetzt hast du das Fenster geöffnet und kommst da nicht durch, oder wie? Ja, keine Ahnung. Mach mal echt da. Jetzt? Hä? Probier mal durch die Tür zu gehen. Ah, musst du reinspringen. Aha. Ja, das ist schön. Die lasse ich erstmal schön zu. Oh ja, es ist, oh ja, es ist. Oh, da hatte wohl die Dame ihre Tage. Oder so. Was ist das? Ein Radio? Nachladen? Nein, nicht öffnen. Ich will noch nicht öffnen. Kannst du da öffnen? Bestimmt. Ich kann ja hier... aufsperren. Ja. Öffnen. Dann ist die Frage, wo du jetzt lang musst. Erstmal nirgendwo. Wie kann ich denn ja Pause drücken? Gibt's ja keine Pause? Bestimmt. Würde ich aber sagen, machen wir im nächsten Part. Die Pause drücken. Nee. im nächsten Part geht's dann weiter, würde ich sagen. Nachdem ich mich ja schon einmal erschrocken habe, was man wahrscheinlich gar nicht hätte machen müssen. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.